Jetzt kommt endlich der Bericht der Mandat. Vielen Dank. Ich grüße euch, Uschi Maxim für die Mandatsprüfungskommission. Entschuldigung für die Verspätung des Berichts, aber es ging jetzt einfach nicht schneller, weil sehr viele Delegierte erst spät gekommen sind. Bericht der Mandatsprüfungskommission. Mit Stand 19.04.2013 sind im Landesverband Bayern 2.358 Personen Mitglied der Partei Die Linke. Der Frauenanteil beträgt mit 565 Mitgliedern 24%. Für die Landesvertreterinnenversammlung wurden ordnungsgemäß 159 Wahlfrauen und Wahlmänner eingeladen. Die Grundlage für die Berechnung des Delegiertenschlüssels war analog der Berechnung des Delegiertenschlüssels für den Landesparteitag. Die Landesarbeitsgemeinschaften und Solid entsenden keine Wahlfrauen und Wahlmänner. Der Stichtag für die Berechnung war der 30.09.2012 auf Grundlage von 2.347 Mitgliedern. Alle Kreisverbände haben je zwei Grundmandate plus eine weitere Wahlfrau, Wahlmann pro vollendete 20 Mitglieder. Das ergibt eine Gesamtzahl von 159 Wahlfrauen und Wahlmännern. Alle Kreisverbände haben ordnungsgemäß ihre Wahlfrauen und Wahlmänner gewählt und gemeldet. Die Mandatsprüfungskommission erkennt alle Mandate an und wünscht allen Delegierten einen wunderschönen Tag hier in Nürnberg. Gibt es noch Fragen zum Bericht der Mandatsprüfungskommission? Meine Geschäftsordnung. Die Frage ist, gibt es in der Verdauung? Ja, genau. Das ist das Wesentliche. Es gibt eine Nachfrage. Danke für den Hinweis. Das wäre mir jetzt fast entgangen. Da unten steht noch etwas. Also, von dem 159 Wahlfrauen und Wahlmänner sind anwesend, 127. Davon beträgt die Frauenquote 37%. Sorry, das